So. 10 setzen hier. Weil möchte ich mir die Verderbnis hier oben angucken. What do we have here? Ist das hier die Aki-Krippe? Da war eine Volksfest. Krippe Jelk, da oben ist die Aki-Krippe. So lange allein in diesem ersten Gebiet verbracht, ne? Hauen. Ah, neuer Weg kommt. Wait. These markings. Tirsu script scratched in the ground. As I expected. A creche must be nested in the temple below. We must go there at once. Habt ihr das geschaut? Githyanki writing. Every word a wheel. Every letter a spoke. The most powerful texts are engraved in slate. Some so ancient, only the most erudite Gish can read them. Woher weiß ich, dass ich vertrauen kann? You don't have to trust them. Only to trust me. I have not failed you yet, and I have no intentions of it now. I don't need you to believe me for it to be true. Eine Zeit dorthin führen. Ich muss zusammenbleiben, wenn wir überleben wollen. Ich kehre zurück, wenn ich bereit bin. Kommt, gehen wir zur Krippe. Chuk. Very well. But promise me we will return before our chance is lost. Else I make my way there alone. Mhm. Versprochen, wir werden zur Krippe gehen, bevor die Gelegenheit verstreicht. Lead on then. Gut. Da unten will sie hin. Wir haben halt noch so viel zu erforschen hier. Howdy, howdy. Ich höre Hyänen. Ich zumindest. Zivilisten und eine Höhle. Zum Goblin-Lager. Ah. Und wir zu einem Goblin-Lager, gehe ich mal von aus. Nicht zu dem, wo wir eben waren. Vorher waren. I don't know. Mal gucken. Kloster Rosenmorgweg. Eventuell gehen wir da doch schon früher hin als erwartet. Aber das Lager behalte ich mal im Hinterkopf. Blessed be you, Pilgrim. Take respite now in the dawn's loving gaze. War ja klar. Wieso ist der Rucksack? Ah. Deswegen ist der Rucksack rot. Hi. Name Esther. Hi, Esther. A friendly face. Oh, you are a sweet, sweet blessing, my dear. You know, I've had nothing but trouble all day. I've been accosted, chased, insulted. Look over there. Do you see that wretched little hive? Kletterbare Architektur, gute Aussicht, sieht leer aus, perfekt für einen Überfall. Oh, it certainly looks that way. But inside, it is swarming with brutish, stupid, rude Githyanki. Brutish and rude by your wretched standards. But stupid? Chucky. Your charming companion would call it a creche. Mm-hmm. But it was built on what remained after the Githyanki slaughtered all of the monks. I'd call it a murderous training camp. Acutely observed on both counts. Honestly,
I was doing them a favor offering to buy one of their eggs. And how am I repaid? Attacked and run off like some transient. Ihr wolltet eines ihrer Kinder kaufen? Ernsthaft jetzt? What? No, of course not. I was merely... Well... Look, it's just an egg. The Society of Brilliance asked me to acquire one of their row so they can incubate it and, once it hatches, raise the spawn in their tradition. Please, do enlighten me. What is this tradition? The Society believes a Githyanki raised in a peaceful, nurturing environment can overcome its violent nature. I'm sure your friend would agree. A Githyanki is as likely to forsake its violent nature as a gnome is to fly. Gewalt wird gelehrt, nicht vererbt. Um das zu wissen, muss man kein Kind haben. You've been sipping from the same goblet as the Society. Perhaps you'd be willing to help them, to prove your point. They may have chased me away, but surely the Gith would welcome a person with such sympathetic views to their creche. And once inside, you could simply purloin an egg. Steal one of Gith's own. I will slit your throat for even suggesting it. I'm not talking to you. You'll be well compensated, of course. Just bring me an Nein. Egg. Klingt gut, bin dabei, überzeugen gut, aber ich will bezahlt werden im Voraus. Ich stimme zu, ein Vorschlag ist was? Und ihr müsst sterben. Ich mische mich da nicht ein, hab die lohnenswerte Ausrüstung dabei. Pity. You'd have become rather rich had you the proper sense. Nee, danke. Should you change your mind, you know where to find me. Ich möchte eigentlich gerade mal nur mit dir handeln. Kann ich mit dir handeln? Have you given any more thought to the retrieval of that Githyanki egg? Nein, aber ich möchte eure Waren sehen, wenn ihr etwas lohnenswertes habt. I might have a few trinkets worth a glance. Ich hätte gerne deine Heiltränke, danke. Und deinen ganzen Klaukram. 2000. An Mutter Katze ist gleich maximal 20 erhöht. Okay, wenn du eine Katze einen Bonus auf 1 Geschicklichkeitswürfe. Irrelevant, der Rest, gut. So, was haben wir denn hier? Habe ich denn irgendwas, was ich so an sich verkaufen kann? Ja, hier kommen die Perle, den Dingensbummens, den Kisten. Das kann weg. Interessant. Die benutze ich irgendwie eh nicht, also können die alle mal hier rein. So. Das war auch noch ein Pfeil, ne? Ja. Das Brandstift, das. Die ganze Schriftrolle benutze ich eigentlich auch. Ein Center haben. Wenn ich sie wirklich mal benutzen sollte, dass ich sie habe, aber ansonsten. Huch! Nein. So. So, vor allem ist das alles halt Platz, der mir jetzt nicht mehr fehlt. So viel Kram, den ich nie benutze. Haben denn die anderen noch irgendwas, das wir können? So.
schon drin. So. Da noch irgendwas, was verkauft werden kann. Ja, jetzt geht Raki. Großschild kann noch weg. So. Würde ich gerne das Angebot gleichen, danke. Nehmen wir den Handel an. So. Happy are we? Very well then. So, der Rest gehört ihr. Wir wollen sie ja nicht gleich beklauen. Eigentlich schon, aber. Bisschen eisern. Herbstkrokus. Alles mitnehmen hier. Shit. Approach the fairy in Lathander's grace. May his gaze shine upon you, pilgrim. Damit kommen wir runter zum Kloster. Was haben wir hier noch? Einmal eine Runde, nicht vier, dann in die Truhe. Inhalt nehme ich mit. Nee, den roten Apfel können wir noch mitnehmen, der ist noch ganz interessant. Den ist dann ganz bestimmt nicht. Bei Pfeil, edle Truhe und das ist ein Schlafsack. Nö, gut. Da runter. Ich glaube, dass wir da eventuell sogar eh hin müssen, weil die Seilwinde bestimmt nicht funktionieren wird, oder? Komm, wir probieren es mal. Might not be the time. Schick. Aua. Ja, nee, dafür setze ich keine Inspiration ein. Damn. Completely stuck. I wonder when it was used last. Next time's the charm? Boah, das ist okay. Wir nehmen dann halt einfach den langen Weg. Damit kann ich arbeiten. Ach, das ist kein Problem. Rückstoßminen, na geil. Ich gehe mal davon aus, davon wird es hier noch ein paar mehr geben. Ich hätte vielleicht doch noch mal würfeln sollen. Ich gehe mal davon aus, dass die Dinger uns halt auch einfach komplett reinjieten können in den Abgrund. 20, perfekt. Deswegen gehe ich mal ein bisschen vorsichtiger vorwärts. Könnte einer von den anderen bitte mal ganz kurz... Uhu! Ich meine natürlich, war klar. Das sind Schlüssel. Aber irgendwie ist hier alles rot. Warum ist hier alles rot? Was ist das Vögelchen, was das, was da guckt? Blau her. Er hätte uns wahrscheinlich angegriffen, gehe ich mal von aus. Blauer Kadaver. Schlüssel hätte ich gerne, danke. Don't know what this is for, aber mal gucken. Das ist der rote Apfel, den können wir nochmal mitnehmen. I believe we're approaching the crash. Once we're inside, let me do the talking. Mhm. Just to be clear, you're going to lead us into a nest of Githyanki marauders. And we're supposed to trust that will end well for us. Is that a problem? More a sign of the times, I suppose. Hier gibt's jetzt rechts und links einen Weg. Da sag ich doch, mein Bär ist halt irgendwo wieder im Nirgendwo stehen geblieben. Pilz.
So, alle überleben fehlgeschlagen. Oh, okay, dann gehe ich da mal lieber nicht so lang, wa? Schwierig. Ah. Sind am Kloster angekommen. Warum gab es da jetzt einen Überlebenswurf da oben? Verstehe ich nicht. Egal. Irgendwas habe ich übersehen, ich weiß nur noch nicht genau was. Ist hier irgendwann mal irgendwo einen... Ah, Wegpunkt. Sehr schön. Ein Wegpunkt, jetzt auch noch irgendwo lang. Da können wir hoch. Okay. Ich kann ja aber auch hier. Ich hätte meinen Teddy gerne wieder hier. So, just in case. Danke. So. Ist nix. Hier ist nix. That's not going to work. Das ist die... Okay. Und hier ist einfach mal eine Runde nichts. Hier würde man halt theoretisch rankommen. Guten Morgen, Lethenda. Für dich sind vermutlich alle Morgen eine gute. Du baust sie ja aus allen hellen Teilen der Nacht. Ich habe zwei neue Söhne, Lukas und Elliot, und hoffe, die sehen noch viel von deinem schönen Sonnenaufgang. Kannst du über sie wachen? Und dafür wäre ich sehr dankbar. Bin zwar bettelarm, aber ich habe noch Platz in meinem Herzen, was die Jungs und ihre Mama übrigens gelassen. Übrig den... Oh Gott im Himmel. Ist es wieder soweit. Aber ich habe noch Platz in meinem Herzen, was die Jungs und ihre Mama übrig gelassen haben. Das bisschen kann ich dir geben, wenn du sie weiter Sonnenaufgänge sehen lässt. Danke, Harrison Feld. Gold. Habe ich gerade eine Gottheit beklaut? Vielleicht. Interessiert es mich? Nicht so ganz. Pilgerfluch, Pilgergebiet. Oh, da sind ja noch mehr. Morgenfürst, du gehst über gar nichts auf. Du bist nur ein scheiß Schwindler, wie an die anderen Tricks getan. Alter, was? Ihr könnt absolut gar nichts. Die ist wunderschön und ihr seid billig. Ui, okay. Lieber Morgenfürst, und du bist wirklich ein Lieber. Was hatte ich doch für eine wunderschöne Zeit. Wenn ich Honig wäre, würde ich problemlos den Hügel runterfließen. So warm und gut fühle ich mich. Ich war um die 2 Monate lang unterwegs, um dir Ehre zu erweisen und ein paar andere Dinge zu erledigen. Und mit jeder Meile hat man mir umso mehr Freundlichkeit entgegengebracht. Als ich in meinem Schlafsack zum Beispiel Bettwanzen eingenistet haben mich fürchterlich zerbissen. Morgenfürst, gebe ich gern zu. Hat mir eine Frau einen von ihren abgegeben. Und die Nacht war kuschelig warm. Und sie musste sich auch noch um 2 kleine Kinder kümmern. Jedenfalls danke, dass du jeden Tag mit deiner Honigwärme über... Dass du jeden Tag mit deiner Honigwärme übergießt, egal ob wolkig oder nicht, für eine einsame, barfüßige, lächelnde Frau auf einer langen Reise. Trank der mächtigen Heilung. Wo? Da. Haben. Danke. Richtig. I take it. Gut. So, dann geht's hier oben nicht weiter. Dann müssen wir unten weiter. Müssen wir immer wieder angewöhnen, öfter zwischendurch zu speichern.
just in case something bad happens. Ich meine, das Spiel speichert ja auch vor... Ahaha. Mhm. Draki hier scheinen mir sehr freundlich gesinnt zu sein. Hust, hust. That's enough. On your feet. Where are you taking us? If this is about that weapon your friend was talking about, we don't have it and we don't know shit about it. Silence! Move! No. No, 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 I'm not going in there. I won't. Ja, und damit bist du wahrscheinlich dann tot. Anyone want to join her? As I thought. Through the doors. Now. The captain is expecting you. Forward, carefully. These cultists have the creche on high alert. Mm-hmm. Hier irgendwie runter, oder? Doch, okay. Wir hier hinkommen. Ah! Zu einer Kiste. Wo ist mein Jumping? Da ist mein Jumping. Und hopp! Pfeil des Blitzes. Vielleicht ein bisschen knapp, aber hey, passt schon, ne? Hier kommt Teddy wahrscheinlich gleich wieder nicht mit hoch. Oder? Ich weiß nicht, ob das so cool ist, wenn wir von hinten in den Bereich eindringen. Oh, Teddy ist doch noch dabei. Okay, ich habe nichts gesagt. Hi, ist da wer? Oh, jetzt schießt mich da mal hoch. Zack. What's that? Zerstörbare Wand, würde ich mal vermuten, oder? Zerfallende Wand, warum schießen? Ich will mich da eigentlich nicht reinschießen, um ehrlich zu sein. Muss ich auch, glaube ich, gar nicht. Ah, jetzt ist Teddy aber draußen geblieben? Ach, komm schon. Verschlossen. Ups, nein, das wollte ich gar nicht. Okay, dann wollen wir eventuell doch durch die Tür durch. Wir gucken, oder durch die Wand durch. Wir gucken mal, wer oder was dahinter ist. Oh, I don't know if this is a good idea. Immun gegen Hiebangriffe. Wahrscheinlich dann auch immun gegen... Ah, nein, okay. Schießen darf ich drauf. Sag mal so, noch ist das Ding, was da auch immer drin ist, mir nicht böse gesonnen. Schauen wir mal, was passiert, sobald wir die Tür eingerissen haben. Hi. A guardian of faith spell. And a remarkably long-lasting one at that. Zeremonie ist okay. Hüter des Glaubens, Stufe 7. Wermut, ja, vergoldete Truhe. Ich glaube, ich habe noch einen. Naja. Die
Axt guckt er halt an und ich glaube, sobald ich versuche, die Axt zu nehmen, wird er auch nicht losgehen, oder? Jetzt Zeilen des Mönchs. Armut hätte ich gerne. Skelett ist mir erstmal egal. Sherry, Sumpfgras. Ne, da war es doch im Skelett drin, oder? Röseln. Da. Wer auch immer dies findet, dies ist das Tagebuch von Bruder Velen, einem Novizen aus Lathander. Novizen des Lathander. Ich werde darin den Angriff der Githraki auf das Kloster Rosenmorg für die Nachwelt festhalten. Ein paar von uns konnten sich in einem Raum verbarrikadieren und einen Hüter des Glaubens beschwören, der uns beschützt oder uns zumindest Zeit verschaffen sollte, einen Fluchtplan zu fassen. Bisher hatten wir noch keine zündende Idee, aber unser Glaube ist stark. Lathander wird uns in die Zukunft der Not, in der Zeit der Not beistehen. Ja. Die Githraki scheinen sich zurückgezogen zu haben. Der Morgenfürst sei gesegnet. Sie haben schon länger nicht mehr an die Tür gehämmert, aber ich kann schwer sagen, ob sie ihren Angriff ganz aufgegeben haben. Müssen abwarten, was passiert. Ich wusste es zwar zu gut, es war zu gut, um wahr zu sein. Einen Githraki ist es gelungen, durchs Fenster zu steigen. Glücklicherweise hat ihn der Hüter des Glaubens den Gar ausgemacht. Aber ich bin sicher, dass noch mehr kommen werden. Das eingeschlagene Fenster bringt mich aber auf eine Idee. Immer noch in der Falle, gerade ein Brüllen gehört. Könnte ein Drache sein, wenn ja. Der Rest des Tagebuchs ist verbrannt. Dieses Fenster ist der geklettert. Ordentlich. Wahrscheinlich eher durch das hier hinter dem der Tür, oder? Ich will mal gucken, ob ich die Axt kriege. Ja, hab's geahnt. Knappschlag? Aua! Macht er das nochmal? Das hat verdammt wehgetan. My path be true. Ups, nein. Ah, okay, aber ich kann Fernkampfangriffe auf den machen, ohne dass ich Schaden bekomme. Okay. Put him up. Mhm. Nur Melee darf ich halt nicht gegen den gehen. Need to act fast. Interessant. Okay. Wie gesagt, Fernkampf darf ich, nur Melee darf ich nicht, ne? 20 brauche ich für einen Hit. Holy moly. Time to strike. Ups, legt. Hoppala. Kritischer Treffer. Sehr schön. Aber trotzdem, aua. Also Ethers brauchen Kerze. Skelett, nein. Durch, okay. Okay. Better make camp soon. Might be a while before there's another chance to rest. Ah, wahrscheinlich hat sie nicht ganz unrecht. Aber ich werde hier an der Stelle dann für YouTube mal den Cut machen. Bis zu der nächsten Folge wieder. Bis dahin erstmal reingehauen. Ciao, ciao.